Herzlich willkommen zurück, Leute, zu einer neuen Folge SOS mit Kundran. Guten Tag. Und folgenden Teilnehmern. Weißt du noch, welche Taste Ingame ja. Boss war? Hey! I'm ready for this shit. Yo. Yeah, how about this? Yo, we're Canadians, eh? We love it here. How about this game? If I can. How about this? I love C. Yo, I'm sorry, guys. Ah, ja, okay. Hello. Oh boy! Yeah. Hey, who's ready to lose, man? Oh my! Yo, guys, here, right. Fuck. I see the lifeguard. Musst du das so? It's for the big man up in the sky. I'm ready for him. I got it. Woo! Yeah. Hey guys. Hi. How's that, guys? This bitch empty. Yeet. Sorry about that. Niggas empty off. Empty cups. Empty off. Cups. Empty off. Hello, motherfucker. I see you, bitch. Die mit dem goldenen Namen eigentlich die mit dem Founders Pack? Ich glaube schon, ja. Yo, I always kill everyone who wins, so that's how it's gonna work today. Haben wir ja wieder Top-Spieler in unserer TV-Show. Tada! Ich bin ganz, ganz im Süden. Doch im Süden. Wie gucke ich die Map nochmal an? Einfach runter gucken. Ich bin ganz zwischen 16 und 15. Ich laufe halt. Und 15. Ja, ich laufe jetzt strandabwärts. Okay. Oh Gott, ja. Auf jeden Fall mal an der Küste lang. Kann man durchs Wasser laufen? Ja. Ich höre auf jeden Fall schon Steps bei mir. Versuche jetzt einfach erstmal zu dir zu kommen, nachdem ja. Wir es letztes Mal nicht gefunden haben. Das will ich auch. Hier ist einer. Aber ich nehme halt schnell noch alles mit. Rotes Auto hatte ich gesagt, immer aufmachen, ne? Hattest du rot gesagt? Boah. Ja, rotes Auto. Ich habe eine Waffe, Kundrand. Oh, nice. Das ist schon mal gut. Hier war einer. Ich komme halt gerade erstmal safe zu dir. Ja, ich glaube auch erstmal runter. Bin jetzt an der 13 vorbei. Ich kann noch nicht gucken. Ja, ich bin jetzt gleich an der 14. Sehr gut. Hier ist eine Art Tempel. Ganz am Rand. Also, Tempel ist zu viel gesagt. So, okay. Wir haben eine Knarre. Wir können auf jeden Fall weiter Sachen öffnen. Ich hab, ist nur eine Axt drin, aber besser als ich. Ich verfolge keine Spuren. Hier war nur einer gespawnt, sehe ich gerade. Da, du hast, ich glaube, das bist du jetzt vor mir, hoffe ich. Ja. Bin ich. Müssen wir jetzt noch ein Team gehen? Können wir einfach machen, oder? Komm. Welche Taste war denn das? F. Falsche Taste? Ja, okay, muss man tatsächlich. Obwohl man ein Team anmeldet, ist man nicht in einem Team. Interessant. So, dann am besten jetzt direkt Waffen. Das ist ein Zombie. Dann weiter eine Waffe für dich noch suchen. Und dann holen wir uns ein Relikt, würde ich sagen, ne? Jo. SOS ist immer schwer mit den Soundeinstellungen. Unterschiedliche Sounds sind unterschiedlich laut. Das hört ihr auch jetzt schon wieder. Während das Laufen sehr, sehr leise ist, ist auf einmal das durchs Busch laufen relativ laut im Vergleich. Und deswegen entschuldigt bitte.
Momentan hat das Spiel 300 Spieler auf einem Samstagabend, übrigens. Steps draußen, oder? Ja, Steps quasi gar nicht. Wir haben Samstagabend und ich würde den trotzdem aufschießen hier. Aha. Ich meine, da sind, also draußen läuft auf jeden Fall was rum. Nice. Und wir haben 300 Leute online. Das ist echt nicht so berauschend, muss man leider sagen. Aber da bin ich mir auch ziemlich sicher. Das liegt einfach daran, dass in dem Spiel absolut gar nichts mehr gemacht haben. Also es hätte einfach runterlaufen können. Es ist nicht so, dass es laggt oder so. Es steuert sich nur wie ein Informatikprojekt. Also kann ich schwer erklären. Es spielt sich nicht besonders geil, finde ich. Ist ja, glaube ich, Gewöhnungssache. Ja, aber wir sollten hier trotzdem mal reinschauen, würde ich sagen, oder? Mal kurz. Da, uns verfolgt doch jemand. Ah ja. Wird es wirklich verfolgt, oder? Hab ihr einen Headshot gegeben, jetzt können wir sie auch töten. Ich will nicht mehr Muni verschwenden, weil ich erstmal neue Muni brauche. Die blutet auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob. Ja, die ist ordentlich am Bluten. Was hat die in der Hand? Eine Map. Eine Karte. Ich glaube, die Karte hat sie gerade in der Hand. Hab sie! Oh! Holy shit! Was zur Hölle? Blut? Warum hast du. Das war ihr Blut, ich hab die Axt rausgezogen. Alter, da hinten war noch ein Gegner. Ich habe keinen Kompass, aber Richtung Tempel leicht rechts. Ja, wir müssen auch. Das ist unser Tempel, dabei. Das sind ein Zweierteam. So viele Schuss habe ich nicht, um die hinzurichten. Aber Schusswaffen sind ja eher rar. Die werden ja keine Schusswaffe haben. Ja, ja. Das sind ein Viererteam. Dann lass doch mal abhauen. Ja, ja, ja. Aber das war aber ein schöner Wurf, ja? Ich sah nur, wie irgendwas an mir vorbeiflog. Also, ich hatte mir schon gedacht, das wäre irgendwie wurfwaffenmäßig. Aber holy shit, ey. Da, diese Vase, guck, die sieht doch ein bisschen anders aus als die, die wir kennen, oder? Ja, stimmt. Die immer kaputt hauen. Bilder drin. Ja, ja, das kann schon sein, aber es besteht die Chance, dass da ein Lockpick drin ist. Shit. Oh Gott, hat der ordentlich Schaden gemacht? Ja, relativ. Da liegt was, droppt der? Was ist das eigentlich? Stimmt, was droppen die? Munition oder? Ich hab's auf jeden Fall mal gelootet. Ich kann gucken, ob es Muni war. Nee. Zumindest glaube ich das nicht. Ich weiß nicht, wie viel. Hier liegen überall Monster. Wir sollten uns eher in Richtung Mitte begeben, weil wir müssen ja eigentlich nur Waffenkisten öffnen. Hier noch irgendwie gucken und dann gehen wir da hoch. Aber hier war auch schon einer. Aber der konnte das hier nicht aufmachen. Ja. Hier ist eine Waffenkiste, Kundan. Die kannst du gerne haben. Ich brauche nur noch irgendwie dann bald auch mal Muni. Ich werde schon wieder Steps. Habe ich eigentlich? Ich habe drei Schuss, okay. Ja, der Tempel, wo die Leute gerade weg waren, ist ja der einzige Ort, den wir kennen. Da weiß ich, dass da viel Muni gibt. Wir waren in diesem anderen Camp auswärts, wo es hinten so ein. Oh. Ja, so eine Art Lichtung im Tempel gab. Weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Ja, aber ich weiß, dass es da halt Muni gibt. Also. Ja, okay. Ist das hier ein Papaya-Baum? Ja, ne? Ja. Musst du eigentlich nur hochgucken. So, jetzt mal hier ins Innere. Ich hoffe, ihr habt noch ein bisschen Bock auf SOS. Lasst uns gerne wissen, wie viele Folgen wir da jetzt aufnehmen können und so weiter. Das müssen wir halt mal schauen. Aber ja, man kann es ja mal wieder einwerfen. Haben wir jetzt auch getan. Ist ja länger her bis zur letzten Folge. Liegt aber auch, glaube ich, daran, dass bei Kunal zum Release das Game immer gecrashed ist. Genau, wir hatten ja die erste Folge, da bin ich ja instant gestorben und dann konnte ich dir halt zugucken, da ist nichts passiert. Stimmt, und Kunal selber konnte eigentlich nie spielen. Und sonst hätten wir, glaube ich, ein paar mehr Folgen schon gehabt. Jetzt kam letztens ein Patch. Hier wurde gelootet, ja. Ja, genau. Und auch schon alles aufgeknackt. Obwohl, der Medic-Schrank nicht. Eine Taschenlampe? X war das, oder? X? Ja, X.
War nichts mehr drin, ne? Nee, war nichts mehr drin. Ich find's ja, wenn wir nochmal auf das, dass sie nichts mehr gemacht dran haben, das ist schon richtig. Aber ich meine, sie haben es ja zumindest promoted auch. Ich meine, der Stream mit Snoop Dogg war, ich weiß nicht, ob er so richtig gute Promotion fürs Spiel war oder ob es halt einfach hauptsächlich witzig war. Das war hauptsächlich witzig. Aber trotzdem haben sie ja scheinbar Geld da in die Hand genommen, um es zu promoten. Der Snoop Dogg wird das ja wohl kaum umsonst gemacht haben. Er konnte nicht alles an Money mitnehmen. Hier, ich nehme ein Pack, nimm du ein Pack. Okay. Er hat auf jeden Fall eine Schusswaffe. Hier kannst du auch nochmal aufladen, Muni. Nimm das andere auch. Jo. Ich habe 12 Schuss. Ich habe... falsche Taste. 9. Okay. Wie passt denn da rein? Das heißt, er hat aber auf jeden Fall eine Schusswaffe. Ja, der hat auf jeden Fall eine Schusswaffe. Wir haben auch zwischendurch eine gehört, bin ich der Meinung. Bin der Meinung, einmal hat einer geschossen. Ja, die Snoop Dogg Promo hat nicht so viel gebracht. Ah, hier ist der Sonnenanbeter. So, wir waren hier drin, ne? Aber ist das mapmäßig genug für ein Relic? Oder in die Richtung wird's angezeigt. Ich würde sagen, da rechts ist. Ja, so sind jetzt. Die großen sind doch einfach. Sind die großen Punkte die Relic-Punkte? Wir hatten doch schon mal gesehen, dass es mehr gibt als nur die 4, die auf der Map so gesehen sind, oder? Ja, aber ich glaube, ja, vielleicht gehört die ganze Tempelanlage dazu, wie, hey, der Mob ist in dieser Tempelanlage. Weißt du, was ich meine? Ja, Kann natürlich sein. Kommen wir hier rein? Wahrscheinlich nicht. Hätten wir unten vielleicht reingehen müssen? Ja, ich will noch hier links um den Berg rumgehen. Jetzt können wir mal gucken, ob hier einer war. Nicht aufbrechen. Eine Spritze wäre aber drin. Und ein Lockpick. Also, dann müssen wir aber danach weg. Wollen wir? Ja. Nimmst du mit beides? Kann ich nicht. Okay. Dann mache ich. Ich nehme den Lock. Ja, nimm erstmal mit. Oh, fuck it. Hast du die Spritze dabei, oder? Ich habe eine. Okay, ich habe. Wir müssen weg. Ja, wir müssen weg. Ich hab... Wohin? Ich weiß, man kann ihn nicht dodgen. Einen habe ich down. Zwei sind bei mir, Kunran. Einem ausgewichen. Oh, ich wollte ihn gerne heilen. Nein, du musst blocken. Okay. Und wenn er springt, musst du ausweichen. Oh, das ist der andere. Wir müssen... Oh. Scheiße, der jetzt bin ich doch. Ich bin zweimal angesprungen, aber hat es überlebt. Einer ist runtergefallen. Sehr gut. Scheiße, ich dodge das Spring nicht. Die größte Chance ist da oben. Okay, einer noch. Hinter dir. Oh, komm, ich habe einen AP. Der muss jetzt sitzen, Konrad. Er lebt immer noch. Er lebt echt immer noch. Warte, eine Papaya esse ich, nur damit ich. Okay, hasse. Okay. Ich glaube, ich muss die Spritze eh nehmen, aber es hat sich gar nicht gelohnt. Obwohl der Lockpick kann halt. Ja, ich würde die andere Spritze nehmen. Du bist auch vergiftet? Ja, ich bin auch vergiftet. Ja, komm, dann hat sich das nicht gelohnt. Aber. Kannst du mir die geben? Ich hab die nicht, die liegt im Auto. Ich konnte nichts mitnehmen. Okay. Das war. Ja, da muss man das mit den Slots ein bisschen auskennen, das war ja unsere Schuld. Ja, Gott sei Dank haben wir nicht geschossen. Ja. Bisschen Action. Hast du beides? Also hast du? Ich nehme gleich den Lockpick wieder mit. Ja, ja, klar. Da. Wo bist du jetzt hin? Immer noch hier oben. Okay. Schade. Ich wollte da auf die Ecke, weißt du? War der Temp. Es kam ein Schadensgeräusch. Ein Damage oder so habe ich bekommen. Okay. Ja, hier kommen wir nicht rein. Oh. Aber hier sind auf jeden Fall irgendwie Monster. Und warum guckt der da hoch? Oh Gott! Oh, hinter dir. Okay, okay, okay. Das war's ein Schuss?
Wir hören auf jeden Fall Gegner. Die oder ein Alarm. Ja, ey, guck mal, wir kommen da nicht rein, ne? Da ist zwar das Relic, aber du musst wirklich von ganz unten da rein. Hier ist nichts. Hier ist der erste Eingang. Ja, hier sind auch Zombies. Gerade eben sozusagen frisch. Ich sehe Fußspuren. Taschenlampe aus. Ja. Hier haben sie gelootet. Ich fürchte halt, dass meine Axt irgendwann bald kaputt geht. Die sind hier über uns oder so. Du hast ja noch die Schusswaffe. Wir schießen auf Spieler. Mir nach. Wir müssen ja oben. Oder haben die seitlich eins weggeschlagen damit? Nee, hier unten haben sie nichts weggeschlagen. Die müssen also oben reingegangen sein. Geht eine Tür durch, okay, ja. Mach auch mal wieder zu. Hier haben sie aber dann nicht mehr gelootet. Aber hier, hier waren sie aber. Da rechts sind sie nämlich drüber gesprungen, über den. Ist auf jeden Fall am Gegner tot. Wollen wir da einfach drüber? Ja, ja, du kannst da drüber springen. Duck Jump. Achso, oh, es gibt tatsächlich Duck Jump. Habe ich nie mit gerechnet. Ja, ich habe hier eine Spur von einem Relic. Ja, stimmt. Aber warum gehen die mit dem. Hol die ein zweites Relic? Liegt noch eine Axt oder so, glaube ich. Oder sind wo die ist da die Spur? Die sind da rausgelaufen. Hier hinten ist die Spur. Nee, nee, da rein, ist er nur oder? Rum, oder? Hier, hier, hier ist lang. Auf jeden Fall. Wir folgen mal dieser Spur jetzt. Hier dann umgedreht. Und dann, wo bist du? Ich bin jetzt hinter die. Oh Gott, falsche Taste. Ach stimmt, da ist auch eine Spur. Shit. Wir müssen also die finden, die rausgeht. Hier ist die Spur vorbei. Wo genau bist du? Da hinter dir wieder, du. Würdest du, da die Spur hier noch aktiv ist und da hinten hat sie aufgehört, müsstest du. Ja, aber hier kann er doch hochgegangen sein. Hier. Hier die Spur? Also ich folge auch der Spur. Rechts hat er nur gelootet. Hier haben die gegessen. Und dann ist er wieder raus. Guck hier, haben sie sich auf jeden Fall mal gekreuzt. Ja, 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 ja. Aber dann ist sie irgendwo abgebogen. Sind sie irgendwo runtergesprungen? Weil hier ist sie weg. Weg. Da sind die doch. Die haben die ganze Munition liegen lassen. Hier kommen Schritte rein, aber das können, glaube ich, auch wir sein. Das werden unsere sein, ja. Kann man hier rausspringen? Die sind schon wieder raus. Ich gehe auch davon aus. Und dann werden die runtergesprungen sein. Weil die Benjamin, den macht ja keinen Sinn. Okay, oh, interessant. So, die Spur haben wir zwar verloren. Gras, ja, geht das Gras so gesehen wieder auf? Was meinst du? Ach, okay, du meinst, wenn du da durchläufst, ob die Spur bleibt? Ich glaube schon. Vor allem, ich denke auch, dass das Gras gar nicht rund. Ach, shit. Gegner? Ich block. Einmal noch. Ja, es macht für die einen sicher auch keinen Sinn, in Map-Innere zu laufen. Die werden ja am Rand den Dingens rufen. Es sei denn, sie haben keine Flair. Wir müssen noch eine holen. Links ist noch ein Gegner. Sehr gut. Hey, die hat noch nichts gesagt, dass er was gefunden, also dass irgendwer gerufen hat. Das ist richtig. Gegner kommt gleich wieder hinter uns. Ich weiß nicht, ob der uns aus den Augen verliert eventuell. Ja, ich glaube eigentlich. Hier ist der Tempel mit der großen Gruppe gewesen. Genau.
Vielleicht hätten wir bei denen bleiben sollen. Und du noch eine Axt mit, wenn du noch eine willst? Ich hab noch einen Schädel, den ich austauschen kann. Denkst du, die sind schon durch? Hoppala. Ich weiß es nicht. Die Seitenräume, also sie waren auf jeden Fall da drin, weil die Seitenräume haben sie geöffnet. Kommst du mit rein? Jo, ich komme. Nicht so aus, als wären sie rausgekommen. Sind auch ohne Schusswaffe reingegangen. Da liegt sogar noch ein Dietrich oder nicht? Habe ich das gerade. Ah, ne, doch, da liegt noch ein Dietrich. Hier ist noch eine Tür offen. Sind die alle gestorben? Hier ist ein Spieler gestorben. Ja, ja. Hier haben sie gekämpft. Ja, wir können. Die haben auf jeden Fall einen Relikt. Ja, hier ist ein Relic-Monster. Entweder wurde einer gebacksteppt. Ah, hier ist drin. Sie haben den abgemurkst beim Rauslaufen. Aber dann müssen wir eine zweite Leiche doch sehen. Die werden ja wohl. Wenn die zu zweit das gemacht haben. Hast du nicht vier Leute gesehen? Drei hab ich auf jeden Fall gesehen. Aber meistens ist ja Duo. Ob es ist denn die eine, die ich mit der Axt geworfen habe, gehörte dazu. Hm. Dann hätten. Ja, stimmt, wir hätten uns gar nicht anschließen können. Weißt du was, wenn die mit der Axt dabei gewesen wäre? Okay, die sind dann auf jeden Fall, also er ist auf jeden Fall danach wieder rausgerannt. Oder, ne, ein Relic lag da ja auch nicht, die hatte ja keins. Guck mal, hier kann man aufmachen. Ja, gucken, Steps! Ja. Mach Taschen aber aus X. Vorsicht hier an den Löchern. Da oben kann man sich draufstellen. Oh, okay. Ein Airdrop aber. Ja. Hier sind Steps. Frisch. Zwei Leute. Bist du hinter mir? Jo. Die sind da oben drüber, denke ich. Das war vorhin noch ganz. Weil hier gehen. Die Schritte gehen nach oben. Ja, in beide Richtungen. Weil die uns halt auch gehört haben, weißt du? Scheiße, wir müssen eine Flare finden. Wie findet man eine Flare? Nee, Safe Distraction. Also, ich glaube. Okay, jetzt müssen wir das finden, ne? Mhm. Haben wir beiden Relic-Punkten zu spät, ey. Da ist der Rauch links. Oh ja, nice. Okay. Warum hält denn der einen Schuss im Kopf aus, ey? Ich glaube, die halten, je länger das Match ist, länger aus. Kann das sein? Das kann gut sein, ja. Am Anfang habe ich nämlich die one-hitted. Bin nicht vergiftet, okay. Das, guck mal, das waren, ich sagte, das waren unsere Ersten. Die sind nicht aus dem Tempel ins Landesinnere gegangen, sondern, nach außen. Ja. Oh, das könnte Schaden geben. Ja, ist eine Papaya. Ich bin irgendwie geslidet, das war. Okay, war genau eine Papaya vom Schaden bei mir. Meinst du, wir kommen dann noch an? Ja, so weit ist das nicht mehr. Ich glaube, wir sind gleich da.
6 Minuten 30, dann ist Ende im Gelände, ist die Show vorbei. Mhm. Kannst nicht überziehen auf dem Privatsender. Wohl gerade da. Wie das hier? Warten wir, bis er dranhängt. Hast du die Pistole direkt in der Hand? Ja. Oder? Im Duo werden eh alle schießen. Warum RP? Und vor allem am Abgabepunkt. Was für ein RP soll das sein? Ja, ja, ist schon richtig. Keiner irgendwem. Da sind die Steps, wie sie nach oben gehen. Sieht nach Einzelspieler aus. Könnte. Aber kein... Doch, ein Relic auch, okay. Was war das für ein Geräusch? Ich hab so Glas oder so gehört, oder Metall. Hab ich nicht gehört, aber... Da ist ein Zombie. Hier ist das Relic langgelaufen. Okay, das ist doch Red Flare. An dem Punkt ist doch schon ein Relic dran, wenn du das mal anguckst. Ja. Also, wo genau bist du? Am roten Rauch fast. Oh Gott, ich bin nicht so... Oh shit, du bist hier runtergesprungen, hab ich nicht mitbekommen. Eine Papaya essen. Könnte im Dickicht sitzen. Was hier in diesem Tempel drin, oder? Ja. Jetzt am Rand, so geradeaus durch. Da bin ich links jetzt. Jo, ja, ja du, okay. Okay, pass auf. Ich glaube, der Relic Dude ist da hinten hinter dem Berg. Hinter mir ein Zombie. Oh shit. Okay, aber ja. Gut, besser ein Zombie als. Du musst schießen. Das Relic ist hier unten lang gelaufen. Wo ist er? Guck auf das Seil. Ja, ja, da guck ich regelmäßig hin. Das ist nur so ein doofer Zombie, aber ich. Okay. Sind da keine Spuren. Gibt's doch nicht, oder? Ja, er hat uns halt gesehen, ne? Er ist auch noch nicht dran, oder? Nee, nee. Hier ist keiner. Ich muss wieder schießen, leider. Dummen Zombies. Da ist er! Nee, das bist du. Vergiss. Noch ein Zombie hinter dir. Ja, aber diesmal nur ein kleiner. Die sterben immer noch mit einem Schlag. Das bringt ihm doch auch nichts, nicht zu kommen. Ja, nicht, dass er aber nicht noch dran springt. Lebt vielleicht keiner mehr? Ja, die. Bleib du mal hier, ja? Jo. Wir riskieren. Ich guck jetzt hier unten. Guck du auf das Seil. Ja. Ja, er muss ja die Flare gerufen haben. Und dann muss auch die Flare gerufen haben. Und hier liegt ja nirgendwo einer. Die Relic-Spur ging bis zum Wasser. Der wird entweder in der letzten Sekunde dranhängen, dass keiner gewinnt. Das ist das Einzige, was ich mir vorstellen kann. Hier ist wieder ein Zombie. Bist du jetzt? Ja, genau. Ja, ja. Wenn man über die Tube hat, dann bist du auch. Dieses Grün angezeigt. Bist du am Felsen? Ja. Ich. Zombie hinter dir. Zombie hinter dir. Ja, ich hab eine Axt in der Hand. Alles gut, alles gut. Nicht, dass er jetzt seine Chance nutzt, weißt du? Gibt's nicht, ey. Wir haben aber doch vor allem, wir haben zwei Relic-Spieler gesehen.
trauen sich beide nicht. Und Zombie, ach. Da, wo ist er? Da. Hier hinten. Gibt's nicht, ey. Nee, der wird warten. Ich würde gerne. Hier ist er. Oh. Hier unten. Ja. An diesem Tempel oder wo? Ja, Tempel und dann in die andere Richtung runter. Nicht Richtung Rauch, er rennt weg. Er wollte halt echt warten bis zum Schluss. Er ist zum Strand jetzt oder was? Ja, ich weiß nicht, wo genau er hin ist. Das Monster hat ihn verloren. Hier oben ist er. Der ist so gut wie down. Komm, Kuna, nimm das Relic und renn. Oh Gott, wo ist es hin? Ich weiß es nicht. Da! Ich hab's nicht. Dann geh. Es liegt immer noch da. Jetzt hab ich's. Das wird aber nicht funktionieren. Shit. Interessant, dass sie echt bis zum Ende einfach gewartet haben. Also das ist ja so gar nichts. Da kommt auch noch der andere Spieler. Oh. Hier bei mir, lol. Ist aber echt. Hätte ich es doch wenigstens versucht. Ja. Dear Jesus Christ, I was so close, I can't believe it. Das ist doch gar keiner escaped, oder? Nee, dürfte keiner escaped sein. That was a good game, boys. Thanks for everything. Oh, der war infiziert wahrscheinlich mit dem Ding. Der eine. Also wenn du ihn gesehen hast, der hatte noch ein Relic auf dem Rücken, aber sah irgendwie infiziert aus, oder? Nee, der eine, der ist gerade so vom Berg gesprungen. Also ich dachte, er ist wirklich... Da guck, wie viele noch bis zum Ende überlebt haben. Evox, Savage, Bud, PNR, Supercharge 71. Guck, die waren alle nicht da gewesen. Ja. Drei Leute haben gefehlt. Ja, was willst du machen? Da verlässt du dich einmal auf die anderen, ja? Passiert gar nichts. Ah. Mal schauen, wie es beim nächsten Mal läuft. Bis dann, macht's gut, ciao. Tschüss.